Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ingladum zu einem neuen Adventskalender-Türchen mit dem Zwergenfürst. Heute 22 Fakten über Zwergenfürst LP. Ja, über mich. Habt ihr richtig gehört? Heute 22 Fakten über mich. Fangen wir gleich mit Fakt Nummer 1 an. Fakt 1. Ich wurde zwischen dem 1. und dem 8. September 1997 in Magdeburg geboren. Das genaue Datum meiner Geburt versuche ich im öffentlichen Raum so gut es geht zu verschleiern, da diese Information mir zu privat ist, um diese zu veröffentlichen. Nur Verwandte und Bekannte kennen mein echtes Geburtsdatum. Fakt Nummer 2. Aufgrund einer psychischen Erkrankung bin ich nur bedingt in der Lage, mich in andere Menschen hineinzuversetzen. Körpersprache, Mimik und Gestik zu verstehen, fällt mir zum Beispiel schwer. So habe ich auch Probleme damit, im Gespräch Sarkasmus oder Ironie zu erkennen. Oft wirke ich deshalb in der Kommunikation mit anderen Menschen leicht asozial oder ignorant, was absolut nicht meine Absicht ist. Fakt 3. Trotzdem ist mein Humor ziemlich sarkastisch. Schwarzen Humor liebe ich sehr, bis hin zur Satire. Ich bin ein großer Fan von stumpfem Humor à la American Dad oder Family Guy. Satire-Sendungen schaue ich sehr gerne und bin selbst auch ab und zu satirisch unterwegs. Fakt 4. Ich habe eine große Leidenschaft zum Filme gucken. Im Kino wie auf DVD. Es ist für mich schon deswegen wert, Filme auf DVD oder Blu-ray zu kaufen, um sie in meinem Regal stehen zu haben. Natürlich vor allem, um sie zu gucken. Immer und immer wieder. Aber ebenso habe ich eine große Freude am Sammeln der Filme. Manche sammeln Postkarten, Bierdeckel oder Muscheln. Ich sammle gute Filme. Und ich habe schon einige sehr gute Filme in meiner Sammlung. Fakt 5. Ich habe ungelogen noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken. Und das aus Prinzip nicht. Nicht ein Glas. Ich bin der Überzeugung, dass Alkohol ein sehr bösartiger Stoff ist, der ausschließlich negative Auswirkungen auf den Menschen hat. Auch bin ich komplett und auf ganzer Linie gegen Drogenkonsum und genauso gegen die Legalisierung irgendeiner Droge. Egal ob Alkohol, Nikotin, Marihuana oder andere Drogen. Ich halte alle Drogen für sehr verwerflich und am liebsten würde ich auch Nikotin und Alkohol verbieten. Die einzigen Suchtmittel, die ich genieße, sind Videospiele, mein Smartphone und Kaffee. Zucker, wenn man das da noch mit reinzählen will. Fakt 6. Seit Spätsommer 2019 bin ich offizielles Mitglied der Partei Die Partei und habe beim Wahlomat abhängig von der Wahl und den dort gefragten Themen 88% bis sogar 92% Übereinstimmung mit meiner Partei. In der Partei bin ich momentan noch relativ inaktiv wegen Ausbildung und so, weil YouTube. Weil Job, weil Hobbys. Fakt 7. Ich trage einen Hut der Sorte Pork Pie. Im Sommerurlaub in Kiel bin ich in einem Hutladen auf den Hut gestoßen und habe ihn sofort in mein Herz geschlossen. Ich würde ihn am liebsten viel öfter tragen. Leider ist nicht immer das passende Wetter für das Tragen meines Hutes, weshalb ich ab und an auch hutlos unterwegs sein muss. Fakt 8.
Gibt man in Google den Suchbegriff Zwergenfürst ein, findet man natürlich zuallererst meinen YouTube-Kanal und meine sozialen Netzwerkprofile, aber auch sehr weit oben eine Seite für Kreuzworträtselhilfe zum Thema Sagengestalten. Später noch eine Art Spieleanleitung zu einem Fantasy-Game mit der Überschrift Das Tor des Zwergenfürsten. Fakt Nummer 9. Ich bin sehr gerne verreist. Nicht um des Reisens wegen. Ich habe einfach große Freude daran, Städte zu entdecken und zu erkunden, die ich noch nicht kenne und in denen ich noch nicht war. Trotzdem bin ich am Ende doch immer froh, wieder zu Hause zu sein. Fakt 10. Mein erstes Wort muss Kaffee gewesen sein. Geboren wurde ich um 14.30 Uhr zur Kaffeezeit. Und seit ich denken kann, trinke ich unglaublich gerne Heißgetränke, die nicht Tee heißen. Als Kind war es Kakao, was ich unglaublich gerne trank. Heute trinke ich Kaffee bei jeder Gelegenheit. An schlechten Tagen können es schon mal 4 bis 5 Tassen am Tag werden. Fakt 11. Ich bin eine waschechte Couch-Potato. Es gibt wenig, was mir mehr Freude bereitet, als das Rumliegen und Entspannen auf meiner sehr bequemen Couch bei ein paar tollen YouTube-Videos meiner Lieblings-YouTuber. Vielleicht noch das Drehen neuer Videos für meinen YouTube-Kanal. Fakt Nummer 12. Tatsächlich gucke ich sehr gerne Fernsehsendungen auf meinem heimischen TV-Gerät. Krimisendungen wie Hawaii Five-O schaue ich regelmäßig im TV an. Am Abend nach getaner Arbeit auf der Couch zu glänzen und einem spannenden Krimi zu folgen oder eine DVD zu gucken, ist für mich einfach sehr entspannend. Fakt 13. Ich bin ein kleines bisschen abergläubisch. Nicht, dass ich Angst vor schwarzen Katzen oder der Zahl 13 hätte. Ich bin grundsätzlich nur vorsichtig mit manchen Dingen, denen Böses nachgesagt wird. Ich bin da der Meinung, dass man das Schicksal nicht unnötig herausfordern muss. Auch wenn an den meisten Horror-Stories mit großer Gewissheit wenig Wahres dran ist, würde ich es nicht herausfordern wollen, indem ich mich im Kerzenschein in einen Kreis setze und Bloody Mary heraufbeschwöre. Fakt 15. Es gab keinen Fakt Nummer 14. Fakt 16. Fakt 16. Ich esse leider viel zu gerne und es gibt weniges, was mir nicht schmeckt. Zu den Dingen, die mir gar nicht schmecken, zählen zum Beispiel Oliven, Schafskäse und Leber. Süßigkeiten esse ich dafür kaum bis gar nicht. Fakt 17. Es gibt wenig, was mich aus der Ruhe bringt. Normalerweise bin ich doch recht entspannt und rege mich selten über Sachen auf. Was mich allerdings aus der Ruhe bringt, sind rechtsextreme, diskriminierende Kommentare, Nazis und alle, die es mal werden wollen. Fakt 18. Ich schreibe gerne Geschichten und Bücher und bin ab und zu schriftstellerisch aktiv. Ich habe bereits ein Buch und einige Kurzgeschichten und noch mehr Gedichte geschrieben. Keines davon wurde je veröffentlicht. Das Buch, welches ich geschrieben habe, trägt den Titel Pascals Abenteuer. Vielleicht kann man es am besten als sozialkritisches Jugendbuch beschreiben. Dieses Buch lag sogar schon einmal Lektoren eines Verlages vor. Zu einer Veröffentlichung kam es aber leider nie. Fakt 19. Ich habe bis zum heutigen Tag keinen Führerschein. Wozu ich in dem Standard-Führerscheinalter zu faul war, das halte ich heute für unnötig. Ich habe diese Entscheidung auch nie wirklich bedauert. Ich erledige meine Wege einfach zu Fuß oder nutze die öffentlichen Verkehrsmittel meiner Stadt. Fakt 20.
Bevor mein Kanal in Zwergenfürst-LP getauft wurde, hatte der Kanal mehrere Namen. Anfang 2016 gab es mal die Version ohne LP, also Zwergenfürst. Einen großen Teil des Jahres 2015 trug er den Namen Egelan 97, damals noch mit einem sehr verpixelten Foto des Reichstagsgebäudes in Berlin. Zur Gründungszeit des Kanals trug er sogar eine Zeit lang meinen bürgerlichen Namen. Fakt 21. Mein Aufnahmepartner im 4-5-Discord plus Gäste haben ich zu unterschiedlichen Zeiten kennengelernt. Zuerst kam der Mordi, dann Nilin, Takiru, Kochok und zuletzt der Prof. Mordi kannte ich schon eine Weile vor Gründung des 4-5-Discords. Den Prof habe ich am 23.03. auf der Artikel 13-Demo in Berlin das erste Mal getroffen. Es war Liebe auf den vierten oder fünften Blick. Also ich musste schon ein paar Mal heftig zwinkern. Fakt 22. Ich habe bereits einige Länder und Städte bereist. Darunter Rom, Griechenland, Tschechien, das Baltikum. Nie jedoch ging bisher wirklich meine Reise Richtung Westen. Ich bin bisher immer nur gen Osten gereist. Nach Frankreich, England, Spanien oder bis in die USA bin ich nie gekommen. Das westlichste, das ich je bereist habe, war ein... Hier steht wirklich ein Holland. Das westlichste, das ich je bereist habe, war Holland. Also Amsterdam. Über Amsterdam bin ich allerdings nie hinaus. Es zog mich immer zurück nach Osten. Vielleicht kommt man irgendwann im Westen an, wenn man nur weit genug nach Osten fährt. Gemäß dem Motto, den Westen mal im Osten suchen. Ja, das waren sie, die 22 Fakten über Zwergenfürst-LP. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Däumchen nach oben sollte das der Fall gewesen sein. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, und man sieht sich im nächsten Adventskalender-Türchen morgen auf diesem Kanal wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter. Musik.